Unser nächstes Ziel wartet da unten. Den schnappen wir uns. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Wir sind auf Kopfgeld, ja. Kann ich da runterspringen, ohne zu sterben? Ja, ne. Ja. Oh, da sehe ich schon ein paar Leute. Okay, ja, die werden sowas von schnell sterben. Ich tue die einfach da runterschubsen. ja, wir sind hier auf Kopfgeldjagd. Wir haben bei der einen Kollegin wieder eine Kopfgeldjagd aufgenommen und suchen noch hier, weiß ich nicht, eine Lösung, irgendwie diese Tür zu öffnen im Salon. Also ja, das kann noch ein bisschen dauern. Mal schauen, ich weiß es nicht. Aber erstmal kümmern wir uns hier rum. Haha. So, es wird ja wohl nicht so einfach sein, dass ich die einfach da unterspeisen kann, oder? Du kannst ja überall runterfallen. Oh, die haben alle Jetpacks, genau. Warum sind jetzt überall drei von euch? Stimmt, ich habe absichtlich. Genau, ich habe nämlich geguckt hier. Ich habe nämlich hier bei Kopfgeld geguckt, ne? Habe ich schon wieder vergessen, da war es vor einer Stunde oder so. Ich habe gesehen Jetpack und Knarre, deswegen habe ich extra Dings hier mitgenommen, Doppellichtschwert, damit ich hier die Sachen reflektieren kann. Das scheint auf jeden Fall gemacht zu haben. Hey, du kommst direkt auf mich zu. Oh mein Gott. Einmal bitte heilen. Da ist der Boss. Das ist der andere. Okay. Das ist der andere. Ist er tot? Was ist der dritte? Habe ich den irgendwie hier darunter? Ins Gesicht. Okay. Was? Bringen wir ihn zu Catch. Habe ich etwa diesen Machtdingens hier so stark eingesetzt, dass ich den war der irgendwie über so eine Klippe und ich habe den irgendwie hier so auf dem Boden runtergeschossen damit. Ist das irgendwie passiert? Ich weiß es nicht. Egal. Ich habe es geschafft. So, bitte sag mir, ich kann da hoch. Schon sagen, da war gerade was. So, dann gehen wir zurück zur Kantine, zum Salon, meine ich. Ich habe übrigens mal den Weisheitsskill rausgenommen, ne, der mir mehr Erfahrungspunkte gibt, weil mir fehlt ja nur noch ein Skill. Von daher habe ich den jetzt mal rausgenommen, ne? Und ja, wie gesagt, fehlt mir nur noch ein Skill, aber ich jetzt nicht neue extra Erfahrungspunkte, da wird mir bestimmt helfen, ja. Und habe ich dafür reingenommen, ich weiß es nicht. Ja, mal meine Fähigkeiten irgendwann jetzt zeigen. Kann man die irgendwie sehen, die ich ausgerüstet habe? Ja. Kann ich mal zeigen, ne? Blockanzeige, Blockanzeige, Schaden, Wurfschaden, Superanzeige beim Heilen und Stärkung. Ja, bei der Leben sich automatisch regenerieren. War das, wusste ich jetzt nicht so. Ich nehmen soll. Gut, ich hoffe, es geht direkt weiter mit einer Kopfgeldjagd. Ah. Der Eingang muss mal ein bisschen näher hier sein irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich schon wieder mit Leuten reden kann und hier sich irgendwie was tut. Ich glaube nicht, ne? Ich weiß ja nicht, wann sich das aktualisiert. Mir gefällt euch übrigens mein Get-up. Richtig nice, ne? Ja, anscheinend kann man doch hier weiterreden. Wir haben uns was gefragt. Wie landet ein Typ? Was habt ihr euch denn gefragt?
Triebwerksprobleme. Das kennen wir. Sag schon, Junge, was hast du jetzt vor? Ich habe eine Chance, einen sicheren Ort zu finden. Ich habe vor, sie zu nutzen. Ich bin nicht gut darin, Ratschläge zu geben, aber Leute, die... Verdammt, ich hab's vergeigt. Ich will nur sagen, die glücklichsten Leute leben irgendwo zwischen dem, was sie wollen und dem, was sie haben. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Echt? Für mich klingt das, als würde der alte Mann hier Quark verzapfen. Verdammt, Dana, ich wollte nur... Ach, vergiss es. Wir reden später, Kumpel. Monk. Was kann ich für dich tun? Das Übliche. Hast du an der Bar schon gute Ratschläge aufgeschnappt? Zunächst einmal hat jeder Gast einen Tick. Was ist mein Tick? Nun ja, wenn ich dir das sage, ist es kein Tick mehr. Okay. Und was ist dein Tick? Ich bin eine Idee. Lass mich ran. Ehrlichkeit. Wir sehen uns später, Monk. Damit hau ich ab. Na Leute, ihr, na. Kann ich mein Ding abgeben hier? Ich hab die Ware. Puh, keine Ahnung hier. Ich nehme das hier. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Lass dich nicht umbringen. Ja, sind da glaube ich noch eine Menge übrig, ne? Hab einen neuen Kunden für dich, Junge. Sehr gut. Was hast du, Catch? Scheinst auf Jedha einen geheimen Verehrer zu haben. Ein okay, da muss ich so oder so hin. Yuhong. Vielleicht will er den Kleinen ersetzen. Kann er vergessen. Ah, dachte ich mir. Jedenfalls ist Yuhong nicht für seine sanfte Art bekannt, sondern für Mord und Totschlag. Cool. Hast du jemals Heimweh, Tulakt? Hin und wieder. Es gibt. Ich hoffe, es bringt auch wirklich was, irgendwie mit den ganzen Leuten zu reden. Nämlich? Die vielen Flüsse. Viotti-Forellen, die über die Strömung springen. Und das Essen. Danach sehne ich mich. Ach ja? Handgemachte Teigtaschen, gefüllt mit Potato und Kuschnip. Ich vermisse das Aroma von Banzon, einem Minzgewürz, das jede Geschmacksknospe anregt. Du solltest mit Grease reden. Vielleicht kann er etwas herbeizaubern, das dich an zu Hause erinnert. Ein kluger Vorschlag, Umherziehender. Das heißt Jedi. Das klang jetzt wie eine Beleidigung. Dazu gekommen, Produzent zu werden? Ich habe ein paar unbearbeitete Aufnahmen zusammengestellt. Und dann freue ich mich, wenn er abgeht, obwohl er keine Musik ist. Ich bekam genügend Auftritte, um eine Karriere zu starten. Irgendwann hat jemand mit Einfluss auf der Durchreise meine Sachen gehört. Sie hatten mit Max Rebo gearbeitet. Da dachte ich mir, die sind cool drauf. Max Rebo? Das ist echt cool. Exakt. Es ging dann um ein paar Auftritte im Kern. Als sie Kern sagten, dachte ich an Chandrilla. Aber sie meinten Coruscant. Also ging ich dorthin. Hab zu tun. Ja, gerade hast du nichts zu tun. Wer bist du? Ich kann nicht glauben, was sie beinahe zugestoßen wäre. Ist ja alles gut ausgegangen. Den Sternen sei Dank, dass du ihr helfen konntest. In meiner Schulzeit wurde mal einer der Archivdroiden von einer Energiewoge zerstört. Damals konnte ich nur daran denken, dass meine Holo-Ausdrücke hinüber waren. Ich war so blind. Mach dir keine Vorwürfe. So blind wie ich jetzt bin. Jeden Tag was dazu. Hey. Hey. Was ist mit dir? Ich weiß, was du bist. Nur damit du es weißt. Ach was. Natürlich. Dein Verhalten. Das Schwert an deinem Gürtel. Ich werde natürlich nichts sagen. Warum nicht? Mit dem Kopfgeld kämst du von hier weg. Und ich habe dir schon genug erzählt, dass mir ein Platz in einem imperialen Gefängnis sicher wäre. Dann muss ich wohl auf Ehre unter Gesetzlosen setzen. Ich weiß, wie es ist, wenn dir eine Pechsträhne die Kehle zuschnürt. Und ich respektiere jeden, der weiterkämpft, wenn die Chancen schlecht stehen. Du bist schwer zu durchschauen, Moran. Dann habe ich es noch in mir, wie man so schön sagt. Wir sehen uns, Kerl. Also hier tut sich irgendwie nichts. Was ist mit dir? Du bist also nach einem Raubzug hierher gekommen, ha? Genau! Das ist irgendwie so komisch, ne? Ich tue mit denen eine kleine Unterhaltung führen. Dann gehe ich kurz raus, dann tue ich die Unterhaltung fortsetzen. Das ist voll merkwürdig. Wenn du so berüchtigt bist, bist du dann unbemerkt hierher gekommen?
Ich habe mich in einen Frachtcontainer geschlichen und dann habe ich lange in besagtem Container gelebt. Sehr lange. Als mich Doma ausgepackt hat, hielt sie mich für Abfall. Gut, dass sie dich nicht weggeworfen hat. Oh, das hat sie. Wir lachen heute noch darüber. Ich bin wirklich beschäftigt, Kerl. Du bist überhaupt nicht beschäftigt. Was drehst du eigentlich? Was ist mit euch beiden? Ich muss etwas zu essen zusammenstellen, wenn wir in Panelor ankommen, Kerl, um richtig zu feiern. Das klingt nach einer tollen Idee. Denkst du an was Bestimmtes? Was du willst. Kolo Clownree, frittierte Nunaschenkel, Ormacek. Meinst du wirklich, du findest das alles? Klar. Sag mal, weißt zu du, deiner dieser Part. Ich fühle mich, als würde ich gerade Genshin streamen. Sehr gut. Falls nicht, besorge ich Mugito Burger, Eisfisch, Enya-Quasten. Ich überlasse das dir. Oh, Sauerbeeren, Pumokbraten. Ob ich wohl irgendwo Fleischschranken auftreiben kann? Bis später, Grease. Ich habe gestern Genshin gestreamt, ey. Die Story-Quest hat mich immer noch fertig gemacht. Allerdings weniger. Jeder guckt sich diesen Wort von Genshin an. Aufgeregt. Ist nur 6 Stunden. Ich wusste gar nicht, dass ihr so etwas überhaupt empfinden dürft. Ja. Gegen Ende war es interessant. Ich kann die freie Luft auf. Haben neuen Lieblingscharakter jetzt. Wir sind fast da. Bleib konzentriert, dann können wir endlich etwas für uns aufbauen. Etwas, das bleibt. Hoffentlich kann Cordova den Kompass reparieren. Gehen wir mal mit den Leuten da oben. So. Har, stimmt's? Du hast gesagt, du bist von hier. Boah, ich muss ja mit jenen reden, ne? Kobo, aber ich wusste, ich muss zurück zur Reach, als ich die Geschichten hörte. Es heißt, seit deiner Ankunft geht's hier richtig ab. Spricht sich das so schnell rum? Wenn du dir Sorgen wegen der Vertraulichkeit machst, vergiss es. Niemand hört dem alten Hart zu. Aber komm vorbei, wenn du die neuesten Geschichten hören willst, ja? Ich sehe so schlecht, ich würde keinen Baum mit einem Felsblock treffen. Aber ich habe Ohren wie ein Bula-Vogel. Unterhalten wir uns später. Siehst du das, Junge? Nagel mich an den Mast. Der Tank ist schon mehr als halb voll. Der Tank ist ganz voll. Kommen alle miteinander aus. Ei, aber jetzt ist nicht. Boah, ich hätte das viel früher machen müssen, ne? Da ist noch immer jede Menge Platz für mehr Fische. Nein. Die Jagd geht weiter. Mein Gott, ich hätte damit viel früher mit dem unterhalten sollen, ne? Wie fühlst du dich, Sie? War. Es hat schon bessere Tage gesehen, das stimmt. Das könnte man auch von der gesamten Galaxis sagen, oder? Aber es ist ermutigend, dass es doch. Ja, mal, wenn ich den Planeten verlasse, tun sich die Gespräche ja fortsetzen, ich weiß es nicht. In der Tat. Ich muss sagen, ich sehe Spuren des Ordens, meines Ordens, in Ihnen und Ihren Gefährten. Das ist überaus ermutigend. Manchmal weißt du einfach genau, was du sagen musst. Ich bin beschäftigt, junger Jedi. Ach, willst du das denn erzählen? Wie gefällt dir das Pylons? Es ist wie eine Oase. Eine dreckige Oase. Wenn du das Grease erzählst, wirst du es bereuen, Droide. Wir sollten bald nach Jeddah zurückkehren. Sia und Cordova warten. So, gesammelte Fische 12 von 12. Aus irgendeinem Grund wird mir in meinem Inventar aber gesagt, ich habe 11 von 12. Aber warte mal, ich habe letztens was gefunden. Wo war das nochmal? So, Aquarienfisch hier. Oh, jetzt habe ich 0. Vorhin hatte ich nur 11. Habe ich die alle noch nie abgegeben hier? Oh Mann. Irgendwo hatte ich letztens was gesehen. Wo war es? Irgendwo hier war es. Wo war es nochmal? War es hier? Ich weiß es nicht. Ich habe einen kleinen Rechtschreibfehler gefunden. Den wollte ich mal so zeigen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo der ist. Verdammt. Oh. Komm schon. Meiner war irgendwo hier, falls es das war. Da. So, da kommt mal hier. Boom, mein Pfeil, den ich mal gemacht habe.
Ja. Mti. Der Paradezeitraum ist kürzer, aber Kerl verursacht mit T einer erfolgreichen Parade mehr Ausdauerschaden beim Gegner. Cool, ne? Genau deswegen habe ich so einen Pfeil mal gemacht, damit ich mal auf solche Sachen zeigen kann. Sehr cool, ne? Ich mal Gebrauch gemacht Es ist davon. nicht viel, aber es ist mein Zuhause. Sei jetzt still. Dieser Außenposten ist ausgesprochen drollig. Aber er könnte vielleicht einen neuen Anstrich vertragen. Kerl, was denkst du? Ja, warum nicht? Den Leuten wird's bestimmt gefallen. Ich kann dir mit der Verkabelung helfen. Wir haben ein Date. Nicht jetzt, mein Lieber. Schön, dich zu sehen. Okay. Alles klar, sagt er jetzt was Neues, jetzt wo ich die ganzen Fische da reingepackt habe, wahrscheinlich. Wissen ja. Kollege? Ne, okay. Dann gehen wir mal raus hier und gehen nach Jeddah, ne? Vielleicht hat die eine Kollegin auch noch was zu sagen. Ja, Sonnenlicht. Die Pflanzen brauchen mich. Alles klar. Mit ihr bin ich fertig anscheinend. Gut, wir müssen nach Jeddah. Wir können ja mal kurz die Story ein bisschen vorantreiben dann, ne, wenn wir schon mal da sind. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier überhaupt weitergeht, wie mit dem Bösewicht hier erledigt, Pass ne? da draußen auf ihn auf, BD. Wir reden später, ja, Kerl? Weil keine Ahnung, wir haben ja jetzt irgendwie den Typen, wer so als welcher als Bösewicht hier so präsentiert wurde, schon erledigt, ne? Also wie geht denn jetzt hier Ich eigentlich frage mich, weiter? wohin wir als nächstes fliegen sollten. So, wir müssen nach Jeddah für zwei Gründe. Ich nehme an, wir müssen dann irgendwie. Vielleicht finden wir ja noch irgendwie Tenelor oder so. Ist das ein neuer Planet oder so? Aber wir gehen erstmal ein bisschen weiter. Was soll das denn heißen? Tenelor. Wir sind so dicht dran. Ich freue mich auf Tenelor. Ich auch. Und ganz doll ich. Gleich eine Hexenschule oder sowas. Und auf keinen Fall lädst du deine gruseligen Schwestern ein. Aber sie sind jetzt hier, Grease. Überall um dich herum. Ich habe gerade etwas gespürt, Grease. Du auch? Na, heute. Soll das ein Witz sein? Ich spüre irgendwas Warmes. Okay, die Reise ist gleich vorbei. Okay. Immer ist die Reise vorbei. So, wir gehen natürlich erstmal den Druiden suchen, ne? Denn. Das Ding sieht aus, als würde es nur ganz knapp da reinpassen, ne? Kommst du? Später. Ich muss noch eine Diagnose auf der Mantis laufen lassen. Es wäre eine Schande, wenn wir noch einen Gyro schrotten und im Abyss stecken bleiben. Warum bloß sagst du sowas? Jetzt forderst du auch noch das Schicksal heraus. Ganz toll, wirklich. Weißt du, ob Marin ein paar Zaubertricks kennt, die uns vor Unglück schützen können? Gib mir eine Minute, ich plane eine neue Holotaktik-Aufstellung. Na gut. BD, musst du eigentlich mal alles um uns herum anfassen? Na, vielleicht kommen wir jetzt endlich mal in diesen Raum hier, ne? Okay, wir sind schon mal hier, lass schon mal hier hingehen. Ich muss sowieso, glaube ich, da durch, ne? Weil ich hier nicht durch kann. Oder irgendwie. Sowieso ja vorbei, ne? Und da ist der Speicherpunkt, von daher. Gucken wir mal. Ja, Leute, was geht? Normalerweise schüttle ich sowas ab, aber ich muss immer an Coruscant denken. Ich vermeide es. Verständlich. Ich lasse die Toten hinter mir. Aus irgendeinem Grund geht mir Gabs nicht aus dem Kopf. Sie kannte mich kaum und hat mir trotzdem das Leben schwer gemacht. Ja. Ich vermisse sie. Oh, nur ein toter Inquisitor, Stein. Du weißt schon. Und schon rede ich wieder von etwas Düsterem. Tut mir leid. Bleib wachsam da draußen. Wegen der Sache auf dem Tafelberg. Das Imperium wird es sich zweimal überlegen, ob es noch ein Dreizackschiff nach Jeddah schickt. Ich wollte eigentlich... Ich weiß, was du gefragt hast, Kerl. Du willst jetzt halt ansprechen? Meine Schwestern haben mich gelehrt, dass man einen Zauber bricht, wenn man über ihn spricht.
Also lass uns darüber schweigen. Für den Moment. In Ordnung. Wir reden später weiter. Immer wollt ihr später reden. Ja, ich habe einen Kompass. Jetzt zeigt mir, wo Norden ist. Der Gengara hatte den letzten Kompass dabei. Beschädigt. Er hat ihn nicht freiwillig übergeben. Das lässt sich reparieren. Ich werde sofort anfangen. BD? Lassen wir Meister Cordova in Ruhe arbeiten. Ich weiß, wo wir hin könnten. Gut. Können wir jetzt endlich diesen einen Ort öffnen? Sieht so aus, ne? Gehen alle dahin. Wir tun einfach draußen campen. Alles klar. Das ist das letzte, was ich jetzt gerade erwartete. Hey, hier kommt mehr Tee. Der ist allerdings ein bisschen schwer, wenn mir einer helfen will. Natürlich, Grease. Dankeschön. Haha, sehr witzig. So, hier kommt die zweite Runde. Was sagt ihr? Er ist würzig. Er ist sehr süß. Du gewöhnst dich daran. Hey, Sia. Wieso kommt ihr nicht mit nach Tenalor? Es gibt kein besseres Versteck für das Archiv des Pfads, was die Zukunft auch bereithält. Wir können ihr gemeinsam begegnen. Ja. Ein neuer Pfad für uns alle. Kerl. Meister T'Pol wäre stolz darauf, was für ein Jedi aus dir geworden ist. Ich hatte eine gute Lehrerin. Hört her. Der versteckte Pfad hat ein neues Zuhause. Auf Tenalor. Hey, Moment mal, heißt das, Sie kommen mit uns? Ja, Grease. Und jetzt werde ich gehen, um das Archiv für den Transport vorzubereiten. So spät? Sollen wir uns nicht erstmal begleiten? Und wo da drin steht die Mantis eigentlich genau? Bei Nacht ist es da ziemlich gruselig. Ich begleite dich. Na toll. Aber hey, mach nichts Unheimliches, ja? Sir, werden uns die Anachoreten wirklich begleiten? Aber natürlich. Wow, die Familie vergrößert sich um eine Schiffsladung unheimlicher Tanten und Onkel. Sollten wir nicht erstmal abwarten, ob das da überhaupt sicher ist? Wir haben es geschafft, Bord. Ja. Irgendwie feiern wir gerade viel zu schnell. Neu sein. Etwas beschäftigt dich. Ja, du kennst mich zu gut, Schrottsammler. Ich denke an Katta. Man kümmert sich ja um sie, aber ist nie leicht, wenn ich zurückkehre. Wenn sie erkennt, was du für sie getan hast, wird sie verstehen. Das hoffe ich. Ich dachte, vielleicht sollten wir zuerst nach Tenalor gehen, um zu schauen, dass es dort sicher ist. Je früher der versteckte Pfad dort Fuß fasst, desto besser. Wir müssen dem Imperium immer einen Schritt voraus sein. Ja. Hey. Morgen haben wir ein neues Zuhause. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Danke, Bruder. Klar. Ich werde Katta eine gute Nachtgeschichte aufnehmen. Und jetzt schlaf gut. Hast du verdient. Toller Anblick, was? Bei Nacht scheint die Wüste unendlich zu sein. In dieser Leere liegt Schönheit. Jetzt klingst du wie ein Jedi. Mit einigem haben sie recht.
Nicht mit allem. Hör mal. Der Orden ist vernichtet. Es ist Zeit, ihn loszulassen. Und ich weiß jetzt, was ich will. Hast dir auch Zeit gelassen. Okay. Alles klar. Ich hatte nur eine Ausrede gesucht. Ich weiß so genau. Ich weiß so genau, was in deinem Kopf vorgeht, Kerl. Ich meine, schau dich an. Okay. Gut. Das ist alles irgendwie so Ruhe vor dem Sturm schon wieder, ne? Läuft gerade alles zu glatt und perfekt, ne? Hier geht es nirgendwo hin, obwohl da irgendwo eine Truhe ist. Die Tür muss ja mal irgendwann geöffnet werden, ne? Das ist halt auch schon wieder so eine Tür ist. Boah. Und ich muss schon wieder raus, wenn ich die öffne. Wo werden hat schon wieder zugemacht? Ich bin auch noch hier gewesen. Ist auch hier. Komm her, du blöder Ball. Boah. Ich extra jetzt da rumrennen. Ist ja nicht der richtige Pfad. Den Aufzug soll ich nehmen, boah. So. Jetzt hier lang. Alles klar, Leute. Wie war es, Zeit mit Meister Cordova zu verbringen? Ein unerwarteter Segen, obwohl ich jetzt Konkurrenz habe. Was meint er damit? Meine Anachoreten folgen ihm überall hin. Sie verhätscheln ihn, bringen ihm Symbole ihres Respekts. Erstaunlich. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Unbedingt. Er kann dir bestimmt viel beibringen. Ich kann jetzt nicht reden. Upf. Okay, ganz ruhig. Wie läuft's? Hast du gesehen, wie ich das aus dem Ärmel gezogen habe? Ja. Imperiale Truppen greifen aus allen Richtungen an. Sie wissen, wo wir sind. Schafft eure Leute weg. Ich halte sie auf, solange ich... Ja, ich hab's. Ich wollte es gerade noch sagen. Der hat bestimmt den Leuten irgendwie gerade Bescheid gesagt, ne? Anstatt eine gute Nachtgeschichte für seine Tochter aufzunehmen. Du musst das nicht tun, hörst du? War ja wieder klar. Meister Cordova! Er ist tot! Baut den Kompass hinterher! Los! Ich habe erst gedacht, nein, weil er uns geholfen hat, gegen den einen Kollegen hier zu kämpfen, ne?
Habe ich vielleicht gedacht, ja, vielleicht hilft er uns doch, aber nachdem der irgendwie gesagt hat, so, ja. Ja, jetzt kann ich das natürlich wieder nicht nachweisen, ne? Ich hätte mal meinen Mund geöffnet, ne? Aber ich wollte nicht schon wieder so miese Petra sein, der irgendwie immer hat schlechte Seele. Ich baller dich kaputt. Aber er war irgendwie die einzige Option, die noch übrig geblieben ist, so im Sinne von uns ja alles zu ruinieren irgendwie. Ne? Deswegen habe ich mir so gedacht, so. Aber ich bin ja wieder zu naiv gewesen. Musste mir da allen vertrauen. Wow, nein. Oh Mann. Kann ich überhaupt sterben? Ja, ne. Wenn ich irgendwo reinrenne, wahrscheinlich, ne. Aua. Hey, Face, hier. Oh, ja, du Stück. Oh nein, Ad. Wo sind da Sturmtuffler? Da. Oh. Gefickt, was bin ich an? Irgendwie nicht. Strike vor uns. Oh, Stück, du hast wahrscheinlich gar keine Tochter, oder? Ich will mal wetten. Der war der Einzige, der uns hier noch alles ruinieren konnte, weil der die ganze Zeit bei uns war. Den schnapp ich mir. Warum muss ich mich mit dem jetzt kloppen? Wieso? Wieso, Boat? Hierfür! Wir haben gemeinsam dafür gekämpft. Und du willst es einfach so dem Imperium geben? Ich werde es dem Imperium nicht geben. Du hast Meister Cordova getötet. Kerl, du hast keine Zeit für diesen Kampf. Etwas Schreckliches ist auf dem Weg zum Archiv. Hör auf deine Instinkte. Du weißt, dass ich recht habe. Was hast du getan? Wenn du deine Familie wirklich retten willst, musst du sie da rausholen. Sofort. Was hast du? Was? Das kann nicht sein. Du bist nicht der einzige Überlebende. Oh, er benutzt den Starkiller-Stil. Hey, ich hab auch so einen Stil. Ha! Oh, du Stück. Kannst du das eigentlich wagen? Mich auszutricksen. Dafür gibt es jetzt ein Licht für den Po. Bitte jetzt auch noch mein Stil, ja. Nicht mit meinem Blaster. Heilig. Oh, ich habe BD nicht bei mir. Wie soll ich denn das schaffen? Ja.
Und die paar Meter kannst du ja wohl noch krabbeln, okay. Ah. Dieser Sack, ey. Ich muss. Was? Was? Okay. War eine coole Art zu respawnen. Ja, toll, da sind sie alle weg. Was? Meine schüttende Barriere, um ihr Ziel zu erzeugen. Oh nice. Okay. Oh doch, wie ich das kann. Ja, wohl. Man, ich wünschte, ich hätte gesagt, dass ich Bo nicht traue. Das klingt halt schon wieder so, als würde ich das so empfinden, ne? Alter, die sind viel stärker. Hast du noch eine Waffe frei? Zieht ihr Feuer auf euch, damit die anderen evakuieren können. Wir haben gerade schon ein Schiff erledigt. Ich glaube nicht, ob es das wird. Das so klappt. Was hat? Was hat? Wo ist denn jetzt BD? Wenn er nicht bei mir ist. Stück. Maren, alles in Ordnung? Ja, aber das Imperium greift das Haupttor an. Okay, dann gehen wir mal dahin. Und sie kann die ganzen Sachen, die ich auch hab. Na, guck mal, hier kann ich mich hier ein. Okay. Jetzt nicht, ich habe jetzt nicht erwartet, so viele Story-Sachen hier gerade zu machen, aber okay. Ich dachte, wir gehen jetzt einfach nur das Ding ab. Bleib zurück. Ich dachte, wir gehen einfach nur so dahin und machen das. Wir müssen den Hangar bis zum geben den Kompass ab und das war's. Warum ist die Basisverteidigung nicht aktiv? Etwas stimmt nicht. Aua! Ergib dich. Er hat den verdammten Imperialen gerade gesagt irgendwie. Habe ich mir schon gedacht, als er gerade gesagt hat, so, ich tue noch eine Aufnahme. Ich tue noch eine Aufnahme aufnehmen hier für meine Tochter. Da habe ich mir schon gedacht, irgendwie, ja, da gibt jetzt bestimmt irgendjemandem Bescheid, ne? Wo wir alle sind oder so, ne? Hast du Carl gesehen? Nein, aber BD war bei der Mantis. Sie evakuieren so viele wie möglich. Das sind Kampfläufer. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass der in den Imperialen irgendwie. Ich habe vielleicht gedacht, der macht irgendwie so auf eigene Faust irgendwie was. Irgendwie begibt sich irgendwie selber nach Tenelor oder irgendwie sowas und ruiniert alles für uns, keine Ahnung. Also wo will ich jetzt hin? Ja, ne? Besser. Lichtschwertwurf ist so viel besser, ne?
Er ist irgendwie zielsuchend. Ah. Wie sich einfach voll schlicht nur unterhalten. Wenn dir überall die Kacke am Dampfen ist. Da muss ich auf so ein AT-AT drauf klettern. Nach oben. Wir müssen die Kampfläufer stoppen. Hast du Thermaldetonatoren? Alter, wie chillig die sind. Ah. Ne, da setze ich mein Ding ein. Wir müssen diese Kampfläufer zerstören. Mach ich da gerade. Oh, sehr cool. So, noch so ein Ding? Ja, ne. Nein. Ich dachte, das wird mich zur zweiten Ebene bringen. Ja, nein. Nein. Ich muss ja da hoch. Ach so, da. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Okay. Scheint aber auch sehr viel einfacher zu sein, ja, ne? Mit ihr. Hier geblieben. Na, neue Gegner? Mit so zwei Dinger, haben wir schon mal gesehen. Stimmt, ne? Aber dann. Ja, sie kann auch direkt auf die Gegner zurück reflektieren. Ich habe diese eine Kugel. Jetzt nicht mehr. Das hält sie erstmal auf. Meisterin Xander, das Imperium ist in die Tunnel eingedrungen. Sie versuchen, das Hangartor von innen zu öffnen. Zum Hangar. Marin, kannst du... Natürlich. Ich kann keine Karte aufrufen, Mann. Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwie Sachen einsammeln kann mit ihr oder so. Also, wäre was mit Sturmtruppler. Ich habe gerade schon wieder Schaden genommen. So viele Tote. Und es werden noch viel mehr sterben, wenn wir den Hangar nicht sichern. Er würde wollen, dass wir aus dem Archiv möglichst viel mitnehmen. Und die Kontaktcodes. Sie dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen. Um keinen Preis. Ja, was das angeht, ne? Ja, was geht? Auf dann. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, auf der anderen Seite hier, ne? Sie öffnen das Tor. Oh. Sorry. Dann werden wir sie stoppen. Hm. Ah, jetzt kann ich halt nicht aufmachen. Nähert euch dem Ziel. Nicht mehr lange überleben. Stellt euch den Zorn von Datomir. Ich dachte, er ist auf der. Ich dachte, er ist auf der Dings gewesen. Ah.
Wahrscheinlich so ein Menü oder irgendwie sowas. Mit ihr, ne. Ja, nicht schon einfach so viel besser, ne? Sind gerade alle Leute gestorben, die ich beschützen sollte? Ich glaube ja alle. Einer ist nur noch übrig, oh ne. So, und nun? Müssen diese eine Person noch helfen. So, also viele neue Orte, die ich gleich erkunden kann. Okay. Wahrscheinlich ist Kell gerade tot, deswegen sind wir als hier gespawnt, ne? Ja, da keine Ahnung, was hier gerade abgeht, oder was? Drängt sie zurück. Geh zurück! Alter, wie viele Gegner? Nein, danke. Oh. Boah, so will ich am liebsten kämpfen. Das ist bestimmt, wenn man... So ist das Gameplay bestimmt, wenn man auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad spielt, ne? Apropos. Aber man hat sie gerade kurz gesehen da. Aber hat sie da gerade gesehen oder war Kell? Nee, da war Kell. Ah, hier die Großmeister, okay. Nein, die verrecken alle. Kämpfe weiter. Ich werde hier sterben, wenn es sein muss. Okay. Wisst ihr, was das allerkrasseste jetzt wäre, wenn jetzt Darth Vader so aus den Flammen so erscheint? Der so persönlich auf uns Jagd macht gerade. Was ist das? Ich sollte vielleicht nicht da reinschubsen. Ich sehe den nicht. Warum musstest du ausgerechnet da stehen bleiben? Oh Mann. Feuerstück. Okay, Face hier raus. Boah. Ich höre noch was. Ich war ein, aber ich sehe nichts. Oh. Kollege, geh weg da! Oh Mann, bin ich froh, euch beide zu sehen. Danke für die Hilfe. Was Neues von Kern? Nein, noch nicht. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Wahrscheinlich Warte, hat er nur seinen Comlink abgeschaltet. War gerade ein Schuss, der an uns vorbeigeflogen ist? Was jetzt? Wir fliehen, bevor ihre Hauptstreitmacht eintrifft. Dann werden wir uns am Treffpunkt sammeln. Zuerst werde ich aber zurück ins Archiv müssen. Die Kontaktcodes des versteckten Pfads. Ich komme mit... Nein. Marin, du musst hier bleiben und die Mantis verteidigen. BD, geh mit dir. Halten Sie sich bereit, Grease. Wir sind bald zurück. Hey, Sia. Kommen Sie wieder. Sie schaffen das. Da schießt uns doch jemand ab. Oh Mann. Ich sehe da die ganze Zeit so Macht. Okay. Okay. Na gut, ich muss zu den Links zurück. Ich weiß nicht, warum sie sich dann so hingedreht hat.
Okay. Ich hoffe, Cal ist okay. Aber wir müssen uns beeilen. Noch haben wir Zeit, die restlichen Anachoreten zu evakuieren. Und so viel vom Archiv zu retten wie möglich. Oh Mann. Das gut geht. Oh nein. BD1, bring das zum Mantis. Wir sehen uns am Treffpunkt wieder. Geh. Jetzt. Wer kommt da durch? Ja. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So in den Flammen. Lang nicht mehr gesehen. Ich hatte gehofft, ihr wärt auf Nur ertrunken, als wir eure Unterwasserbasis gesprengt haben. Ihr täuscht euch, wenn ihr tatsächlich glaubt, dass eure Taten irgendetwas geändert haben. Die Festung hält Stand. Die Inquisition setzt ihre Arbeit weiter fort. Ich habe das Gefühl, es ist eine andere Stimme als beim letzten Mal. Und ich bin gekommen. Darauf habe ich gewartet. Ja, wir sind tot, ne? Ja. Ja, diesmal ein echter Kampf. Au, ich hab geblockt. Ich hatte geblockt. Es hat nichts gemacht. Vielleicht hatte ich auch nicht geblockt. Ich könnte schwören, ich habe geblockt. Oh Mann. Na gut. Sinnlos. Nicht packen, bitte. Alter, eine Combo, ich bin weg. Also nur so ein bisschen Fanservice hier. Für den Schaden machen. Alter, ich. Zwei Schläge und ich bin weg. Ihr vergeudet eure Zeit. Ihr habt die Überreste der Jedi-Tradition zusammengetragen. Auf unsere Archive inkomplett zu machen. Ah, ich habe keine. Oder ich mal nicht Schwert werfen sollen. Oh. Und das ist wie im Finale von Fallen Order. Diese Linie am Kopf. Oh, ich bin tot, ne? Tja. Ja, und der gibt mir noch 4 Heilungen für diesen Kampf, das ist aber nett. Ja, mehr braucht man nicht, ne? Ist klar. Aber er ist sehr langsam. Ist halt Vader, ne? Deswegen ich kann auf ihn draufhauen. Oh. Oh, ja, ich bin total stärker als Vader, ne?
im Kräftemessen, ist klar. So, das lief viel besser. Da kann ich halt irgendwie überspringen. So. Sie haben schon eine viel bessere Position gerade. Aua! Der Witz ist ja eigentlich, er kann ja eigentlich nicht so stark sein, weil ja, weil das Spiel ja nicht daran gedacht ist. So, weißt du was, ich würde aber sagen, da machen, das sparen wir uns bis zum nächsten Mal auf, ne? Ne, was ich sagen will, ist, er kann ja eigentlich nicht so stark sein, weil ich hier einen vorgegebenen Charakter habe mit vorgegebenen Fähigkeiten und Stims und so was alles, ne? Deswegen darf er eigentlich nicht so schwer sein. Aber da werden wir vielleicht beim nächsten Mal sehen. Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bisschen mehr Story als ich geplant hatte, aber was soll man machen, ne? Ich sag dann Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!